Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelation. Ja, weiter geht's mit der Story. Komm ich hoch, jo. Hab hier angefangen, also. Was? Nee. Ich habe hier angefangen, von wegen, hab kurz eine Spielpause gemacht und dann bin ich da wieder gespawnt. Und ja, ich hoffe, er hält sich jetzt fest. Okay, dann mach ich's so. Ich muss hier erstmal raus aus dieser Gasse. Und ja. Die Story-Mission ist da auch irgendwo gleich da vorne. Oh nee, das Gebiet kenne ich noch. Hier sind überall diese starken Wachen, ne? War's doch. Na, da vorne sind sie schon. Oh, ist überall Sperrgebiet. Hilfe, Alter. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nur Sperrgebiet hier überall. Kann ich da hochklettern? Nein, ja, ne? Da kann ich da hochklettern. Jawohl. Danke. Und da zielt gleich schon eine Wache auf mich. Was natürlich nicht so toll ist. Jetzt hier hoch. Mensch, Mensch, Mensch. Kletter, kletter hier, kletter da. Aber da müssen wir auch schon sein. Irgendwo da beginnt die Story. Hier irgendwo? Ja, da. Hallo. Ich arrangierte ein Treffen mit meinem Onkel Ahmed und dem Janitscharenhauptmann Tariq Barletti. Die Janitscharen sind meinem Großvater treu, aber sie sind recht erbost über seine Wahl für den nächsten Sultan. Euer Onkel. Genau, die Janitscharen bevorzugen meinen Vater Selim. Eine heikle Situation. Aber wie passen die Byzantiner ins Bild? Ich hatte gehofft, ihr wüsstet es. Könntet ihr mir helfen, es herauszufinden? Das versuche ich ohnehin. Ich kann euch helfen, solange unsere Interessen sich kreuzen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Es gibt eine Luke auf der Spitze dieses Turms, die zu einer geheimen Kammer führt. Geht dorthin, wartet und beobachtet. Okay, werde ich machen, Yusuf. Ein schwieriges Treffen. Heißt doch gar nicht Yusuf, der heißt Süleyman, ne? Ich weiß es jetzt gerade selber nicht. Ich glaube, der hieß Süleyman jetzt. Ne? Hey, ist er Yusuf? Oder vielleicht Yusuf Süleyman? Ich glaube, der hier. Ach, nennen wir ihn einfach Süleyman. Genau. So, jetzt müssen wir da irgendwo nach vorne. Ich glaube, auf diesen Turm müssten wir, ne? Da belauschen irgendwie. Hat er ja gesagt. Jo, genau dahin. Na, dann begeben wir uns mal dahin und erklimmen gleich mal den tollen Turm. Jo, jo, da kann ich auch hoch. Perfekt. Zack. So. Und da wären wir schon oben. Hört auf meinen Neffen, Tariq. Eure Inkompetenz grenzt an Verrat. Allein der Gedanke, dass eure Janitscharen heute von einem italienischen Lautenspieler bezwungen wurden. Unerhört. Ein unverzeihlicher Fehler, Effendim. Ich werde das umfassend untersuchen. Ich werde die Untersuchung führen, Tariq. Aus wohl offensichtlichen Gründen. Evet, Shehzadem. Ihr besitzt eures Vaters Weisheit. Und seine Ungeduld. Onkel, wie gut, euch unversehrt zu sehen. Sei gegrüßt, Süleyman. Alaha emanet olun. Tariq Bey, auf ein Wort. Was wohl der Zweck dieses Angriffs gewesen sein mag? Mich schwach aussehen zu lassen? Wie einen unfähigen Stadtvogt? Wenn ihr eure Hand im Spiel hattet, Tariq, habt ihr einen schweren Fehler begangen. Mein Vater hat mich als nächsten Sultan erwählt. Nicht meinen Bruder. Ahmed. Ich bin außerstande, mir den Verrat, den ihr mir vorwerft, nur vorzustellen. Was habe ich getan, dass mich die Janitscharen gering schätzen? Was tat mein Bruder für euch, das ich nicht tat? Darf ich offen sprechen? Aber bitte. Ihr seid schwach, Ahmed. Zu nachdenklichen Kriegszeiten und zu unstet im Frieden. Euch fehlt die Leidenschaft für die Traditionen der Ghazi. Ihr sprecht von Brüdern in der Gesellschaft Ungläubiger. Ihr werdet ein guter Philosoph, Ahmed. Aber wohl kein guter Sultan. Ihr findet allein hinaus. Jetzt weiß ich, wer Yusuf nochmal war. Oh Mann, es war doch dieser Assassinenkumpel. Eine nette Familie, hm? Eurem Onkel mangelt es an Einfluss über jene, die er bald kommandiert. Tariq ist ein harter Mann. Stolz und fähig, aber ehrgeizig. Und er bewundert meinen Vater sehr. Doch gelang es ihm nicht, diesen Palast vor den Byzantinern zu schützen. Das erfordert unsere Aufmerksamkeit. Allerdings. Wo sollen wir anfangen? Behaltet Tariq und seine Janitscharen im Auge. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit im und um den Bazar.
Ich sehe mich dort um, wenn ich Zeit habe. Hau rein. Genau, Yusuf war dieser Assassinenkumpel und Cinnamon ist der Prinz. Genau, und so war das. So, wir sind gerade bei 5 Minuten. Machen wir gleich noch die nächste Mission. Beziehungsweise, wir gehen mal dahin. Beziehungsweise ist hier vielleicht ein Tunnel. Ja, da ist ein Tunnel. Zu denen rennen wir mal schnell. Ja, fallen lassen, lieber Ezio. Und ab zum Tunnel. Und dann machen wir wieder mal diesen Masyaf-Schlüssel sammeln, den ganzen Kirschen. Zu Sophias Erinnerung, wenn das überhaupt Masyaf-Schlüssel-Dingens ist. Ich glaube, das ist Dingens, ne? Dingens-Kirschen, oder? Müsste sein, mal gucken. Mann, die hier machen die einen Picknick hier. Vergebt mir meine Unbedeutsamkeit, ja. Ich gehe euch sofort aus den Augen. Gut, gut. Komm, das schaffe ich ja wohl. Nice. Jetzt nach links. Suppi. Und dann müssen wir auch gleich da sein beim Tunnel. Der war auch nicht so weit weg, oder? Na ja, schon ist das noch ein Stück. Anscheinend. Ja. Und bam! Jawohl. Und da ist der Tunnel. Juhu. Denn der war auch gleich da. Da können wir uns gleich zu dieser Erinnerung porten. Genau. Komm, lass dich fallen. Lieber Ezio, danke. Und ab geht's. Die Erinnerung war da. Gut, die ist noch markiert. Ich möchte gerne dahin. Dahin. Nein, da. Genau, Südhafen. Ab zum Südhafen. Und dann machen wir eben noch diese Erinnerung. Und im nächsten Part werde ich mal meine Kleidung färben. Mal gucken, welche Farbe. Dann ist der blaue Power Ranger mal vorbei. So, die markieren mich gleich. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, der kriegt der eben auf die Fresse. Ah! Komm. Nochmal, komm. Hab dich gut laut. Und in die Fresse. Komm. Na, lass mich schon mal kontern. Und bam. Mann, die kämpfen jetzt gegeneinander. Mann, ich will auch was haben. Der wirft mit seinem Wurfmesser, ey, die Sau. Zack. Ja, komm, greif mal an. Na komm, greif an. Danke. Einfach nur weg hier. Komm, greif an, nicht von mir. Danke. Nochmal. Komm. Damit will ich nichts zu tun haben. Jawoll. Oh, ich konnte jetzt nochmal. Obwohl, Moment. Es ist besser, ich verschwinde hier. Nochmal. Oh, der ist ein Streng, die Sau. Ah, jetzt nicht so. Mann, jetzt nicht so. Hä? Ich bin auf der Spur hier. Auch sehr geil. Und? Lups. Mach dich mit laut. Haha. Und in die Fresse. Und du und halt in die Fresse. Mensch, das war ein langer Kampf, ey. So lang, dass wir keine Zeit mehr haben, fast schon für die nächste Erinnerung, ey. Boah. Mensch, mich halten auch so viele Leute auf. Mann, Mann, Mann. Die können mich nicht mal einmal in Ruhe. Miakada, das Schicksal hat uns zusammengeführt. Zwei Italiani, allein und verlassen im Orient. Spürt ihr auch diese Anziehungskraft? Ich spüre vieles, Messere. Vor allem Übelkeit. Belästigt euch dieser Mann, Sophia? Vergebt mir, Messere, aber die Dame und ich sind... der Teufel in Person! Weiche! Duccio, welche Freude. Lauft, gute Frau, um euer Leben! Wer war das? Umkane. Er war mit meiner Schwester liiert vor vielen Jahren. Ah. Und was geschah dann? Sein Katzo hatte noch 6 andere. Kirdovenia. Also, was führt euch zu den Docks? Ich habe meine Arbeit unterbrochen, um ein Paket abzuholen. Aber anscheinend sind die Papiere des Kapitäns nicht in Ordnung. Also warte ich. Oh, Kesekatura. Das kann den ganzen Tag dauern. Lasst mich sehen, was ich tun kann. Ich kenne ein paar Wege, die Regeln zu umgehen. Kennt ihr die? Sie. Ich treffe euch bei eurem Geschäft.
das war der Typ. Ach Mensch, den sehen wir auch wieder. Der vierte Teil der Welt, den haben wir voll auf die Fresse geschlagen in Assassin's Creed 2, wenn es der überhaupt war. Ich glaube aber schon. Sollen wir einfach reinstürmen, Rambo-mäßig, oder sollen wir Assassinen-mäßig leise sein? Weißt du was? Hier Genau gibt auf es die Fresse! Oh, dann kommt mal her. Lass mal spielen. So. Den kann man gar nicht beklauen irgendwie. Die sind ganz, ganz klug, diese Typen. Außer natürlich die. Ah, oh, ich will kommen. Klauen, danke. Zack. Danke für deine Medizin. Dann kriegst du auch noch eine rein. Ebenfalls. Und du sowieso. So. Gut, dann mal weiter. Da nach vorne irgendwie. Werde ich gesehen von denen? Ne. Und rein. Na, die haben was gehört. Die haben was gehört. Dreht euch um. Sie einfach noch gucken zu. Ihr da, anhalt. Ich will da rein. Durch. Toll. Auf jeden Fall habe ich schon mal den Typen da gekillt. Das ist schon mal sehr gut. Ab mit dem Wasser. Haha. Sag schon, warum haben deine Eltern die Verlobung nicht gewollt? Oh, ich recht deiner Schwester gleich, Alter. Boah, der wirft mit seinen Steinen, ey. Kratte, ey. Ab mit ihm ins Wasser. Was willst du? Bam. Nice. Oh, bin auch im Wasser geflogen. Ist natürlich nicht sehr geil. So, jetzt auf zum Schiff raufklettern. Jawohl. Nice. Da hoch, ja. Gut, dann mal hoch mit uns. Ist jemand hier? Ja, natürlich. Zu viel Kaffee getrunken. So. Und zack. Der wäre schon mal tot. Rein nicht hier. Achso, ich muss ja V machen wahrscheinlich. Ist nix irgendwie. Hier ist irgendwie gar nichts. Wirklich. Ach da! Da ist es doch. Da sind die ganzen Dokumente. Oder? Es ist doch hier irgendwie. Ah da. Ich muss markieren. Wahrscheinlich. Ist es das? Nee. Ist es das? Nee. Ist es das? Nee. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, das ist irgendwie da oben mehr. Genau da sind sie, die ich haben muss. Na, Sophia da. Sator. Perfetto. Genau, finde ich auch. So, und jetzt wieder weg hier. Zu Sophia wieder. So. Wir müssten unsere Rüstung mal auch wieder reparieren. Die ist ganz schön hin, wie man sieht oben links. Naja. Machen wir irgendwann mal. So, jetzt hier hoch. Und ab zu Sophia, die geile Sau, die. Nach links. Ne, ich will auf der Leiter. Leiter, Leiter. Hier ist auch irgendwie so eine Wache wieder. Naja, die soll mir egal sein. Da hat sie mich auch nochmal markiert. Wie weit ist denn Sophia entfernt? Na? Ist sie schon da oder? Ist noch weiter. Noch weiter. Auch gut. Und Hakenklinge hochspringen hier. Zack. Noch höher. Los, los. Das ist eine Wache, die soll mir egal sein. Oder auch nicht, natürlich. Mal kurz. Lass mich in Ruhe. Oh, die verfolgt mich, ey. Mann, Mann, Mann. Ich kann mich auch nicht in Ruhe lassen. Wecken, die zielen auch alle auf mich jetzt gleich. Mensch. Wollte schon sagen. Boah, ey, wie weit ist denn die Sophia entfernt? Alter Falter, ey. Ach, da ist er endlich. Ich könnte auch sicher den Tunnel benutzen, aber ich weiß nicht, ob dann da standen würde, von wegen Erinnerung abbrechen und so. Wegen ist ja meistens so. Salute, Ezio. Glück gehabt? Madame Miguela Sophia Sator, Libraia, Konstantinopoli. Oh nein, es ist beschädigt. Haben Sie damit Piraten abgewehrt? Nun, so weit, so gut. Oh, bellissimo, ne? Die Kopie einer Karte von Martin Waldseemüller. Seht ihr?
Die neu entdeckten Länder von Messere Amerigo Vespucci. Armer Cristoforo Colombo. Die Geschichte treibt manchmal seltsame Blüten. Was haltet ihr von diesen Gewässern hier? Ein neuer Ozean vielleicht? Die meisten Gelehrten, die ich getroffen habe, glauben, der Globus sei größer als bisher angenommen. Incredibile. Je mehr wir über die Welt erfahren, desto weniger wissen wir. Gut. Ihr hieltet euer Versprechen? Nun erfülle ich meins. Wenn wir recht haben, dann zeigt euch dies den Standort des ersten Buches. Ich muss zugeben, mir schwirrt der Kopf bei der Aussicht, diese Bücher zu sehen. Dieses Wissen ging der Welt verloren und nun kehrt es zurück. Vielleicht könnte ich einige Kopien drucken und vertreiben. Eine kleine Auflage von 50 oder so sollte reichen. Perché ridi? Vergib mir. Es ist schön, eine solche persönliche und edle Leidenschaft zu sehen. Sehr inspirierend. Guter Gott, wo kommt das denn jetzt her? Grazie, Sophia. Ich komme zurück. Jojo. Und ich komme auch zurück, denn ich werde ab hier erstmal den Part beenden und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed Revelation wieder. Tschüss.